So. Aha. Und der Wackerl, der kriegt nichts, oder wie? Nein, der ist auch auf Diät. So. Sahne kannst du mir noch geben. Ja, selbstverständlich, so. Ich geb das gleich rein. Dankeschön. So. Mein, der arme Hund. Schau, wie er schaut. Der hat ja Hunger. Die ist es jetzt. Dickes Kind, dicker Hund. Wieso? Ich bin doch nicht dick. Na klar bist du dicker geworden. Ich kenne doch dein Gewicht. Ja, wie viel wiege ich? Das möchte ich vom Onkel Franz nicht sagen, sonst vermehrst du dich. Nee. Er wächst halt noch, ne? Jetzt habe ich da verkleckert. Ich hol gleich einen nassen Lappen. Ja, ist schon recht. Ich hol mir noch. Ich komm gleich nein, wieder. Hab ich für mich. Komm. Nein, lass den Kuchen da. Wieder. Mein Gott, bist du ein verfressenes Kind. Pumuckl. Ich. Pumuckl, wo bist du denn? Ich hab's ja geahnt. Ich hab's auch geahnt. So, so, so. Die ganze Schüssel voll Schlagkram soll er leer essen, hast du gesagt. Und essen, essen soll er, bis er platzt, hast du zu ihm gesagt. Und hast du denn vergessen, was du mir versprochen hast? Ich habe nichts vergessen, was ich dir versprochen habe. Und ich habe auch gehalten, was ich dir versprochen habe. So, ja. Davon habe ich aber noch überhaupt nichts gemerkt. So, hast nicht gesehen, dass ich mir 3 Löffel Schlagramm auf den Teller aufgetan habe? Und ob ich das gesehen habe? Ja, und die sind für dich. Für ja, mich? Ja, die habe ich mir raus, damit sie sonst niemand essen kann. Ich esse es nicht, also sind sie für dich. Beim Abräumen kriegst du es. Die ganze Portion, wo du den Kaffee drüber geschüttet hast? Ja, das schmeckt hervorragend mit Kaffee. So, und die fressen, sag ich dir, die verfolgen sogar ein kleines Stück Schlagsahne, das durch die Luft schwebt, verfolgen sie mit der Gabel. Und als ich endlich ein Stück unter dem Tisch hatte, rat mal, was da war. Da saß der Diätsackel und hat's mir auch noch weggefressen. Ja, das geht ja recht. Warum musst du mit dem Schlagraum da drin umeinander tanzen? Das hat dir gar niemand erlaubt. Und, ja, und das andere Stück, mit dem hast du mich einfach in den Kaffee geklatscht. Also sowas, da hätte ich wenigstens schon was von dem Schlagraum gehabt. Und wer hat dir denn erlaubt, dass du da drin umeinander tanzt mit dem Schlagraum in der Hand? Glaubst du, das sieht man nicht? Ja, wichtiger ist doch, dass ich was abkriege nein, von dem Schlagraum. Nein, dass du da draußen bleibst und dich ruhig hältst. Und dann räume ich ab und bring die Sachen. Nein, aber nein, du musst ruhig sein. Ich bin nicht still. Da drin stirbt mein Schlagrahmen. Wenn du nicht still bist, kann ich die Tür nicht aufmachen und nicht hineingehen. Also gut, ich sitze hier und warte. Ja. Vergiss nicht, dass ich hier sitze ich und warte. Ich schmiede jetzt gleich eine. Und ich warte, bis du schwarz wirst. Ich warte hier. Bist du jetzt ruhig? So, nehmt's doch noch einen Wir sind halt so, da kann man nichts machen. Ach so, ja, siehst du's? Hätte ich doch beim Metzger noch ein bisschen mehr mitnehmen sollen.